Hallo und willkommen zurück auf einer wunderschönen Insel. So, ich werde heute das Papa besuchen. Komm. Genau, du kommst zu mir. Ich farme gerade Holz oder habe gerade angefangen, ein bisschen Akazienholz zu sammeln. Da unten ist ein Creeper, den werde ich mir holen. Und ich hoffe ja, dass wir hier irgendwo ein Dorf finden. Ja, ich wollte eigentlich den Creeper. Ja. Okay, doch kein Boot und ich werde die Werkbank mitnehmen. Genau, und ich habe jetzt das Bett mal stehen gelassen, weil eventuell nicht, dass ich hier sterbe. Und da findet Papa nicht mehr zurück. Genau. Weil er nirgendwo sein Müsli-Punkt hat. Dann ist er ganz am Anfang. Dann bin ich irgendwo im Nirgendwo. Wo ist das eine schöne Insel? Schau dir das an. Ja, die ist wirklich schön. Jetzt wäre nur noch ein Dorf cool. Aber unter der Erde ist es schöner. Nee, ist es nicht, aber. Hä? Aber schau dir das an, das ist voll das Riesengebiet. Das neue Biom, das ist das Cherry Biom. Kannst du da Holz mitnehmen? Was ist Cherry Biom? Wo ist Cherry Biom? Achso, nein, doch nicht. Das ist ganz normal. Schade, ich habe mich verguckt. Ich dachte, das wäre das rosa Biom. Nee, mit dem rosa, das finde ich auch voll schön. Ja, es ist mega hübsch. Voll, mir gefällt das. Da kann man sich ein rosa Boot draus machen. Das ist mega schön. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo auch die Ding finde, die Tropfsteine. Weil dann können wir für unsere Farm. Stimmt, du bist ja auf Tropfsteinsuche. Mitunter. Mitunter nicht, ja. Aber ich hoffe halt, dass ich sowas finde, irgendwo in die Richtung. Weiß ich nicht. Ich habe auf alle Fälle keine Stöcke und wenn ich keine Stöcke habe, kann ich mir keine Ding craften. Was tue ich? Ich wollte doch einfach. Du wolltest dir Fackeln. Ich wollte mir Fackeln craften. Ich nehme Fackeln mit, weil Falle der Falle habe ich Fackeln dabei. Im Falle der Falle, genau. Sind Fallen Fallen. So, okay. Zack. Weil ich habe mich wirklich 0, gar nichts an Fackeln mehr, weil die habe ich alle verbraucht letztens. Du hast sie verbraucht oder weggelassen? Hast du sie zurückgelassen oder hast du sie wirklich verbraucht? Ich habe sie verbraucht komplett. Achso, ich dachte, du hast sie zurückgelassen. Nee, ich habe sie einfach nur verbraucht. Okay, ich muss einmal ganz kurz ein bisschen Holz farmen. Erstens für ein Bett. Gibt es eigentlich, Frage an die Abonnenten, gibt es eigentlich irgendwie ein spezielles Ding, wo man die Tropfsteine findet oder sind die einfach irgendwo, da weißt du das? Keine Ahnung, ich glaube, die sind einfach so. Gibt es da nicht irgendwas Spezielles oder sowas? Spezielle Biome oder so, wo die extra vorkommen? Was? Oder so? Na, das kommt eigentlich in jedem Biom vor. Spinnenattacke! Kommt normalerweise in jedem Biom vor, glaube ich. Okay, ja, passt. Ja, vielleicht wissen das die Abonnenten besser wie wir. Keine Ahnung. Weil nachdem wir nicht wirklich Profis sind beim Spielen, was man hier merkt. Nee, wir spielen ja auch noch nicht so lange. Ja, vielleicht schon ein bisschen länger, aber halt nicht gut. Das ist schon. Wir hatten mal eine Tropfsteinhöhle, aber die Höhle war halt riesig. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht müssen die Höhlen extra riesig sein. Ja, oder so tief, oder keine Ahnung. Oder irgendwo mit Wasser vielleicht. Ja, keine Ahnung, werden wir rausfinden oder einen Kommentar lesen. Sehen wir ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Bett stehen gelassen und ich weiß schon nicht mehr, wo es ist. Ja, irgendwo da oben. Ich schaue jetzt. Ich wollte eigentlich Holz, gell? Holz und ja, eventuell ein Dorf. Holz. Okay, ich hole ein Holz. Dorf. Du wolltest eigentlich beides. Ja, ich wollte eigentlich beides. Dorf suche ich hier schon Ewigkeiten eigentlich. Ich verstehe nicht, dass wir überhaupt kein Dorf finden. Ich meine, auf unserer Insel, das ist ja wirklich nur. Also unsere Insel, so cool wie das ist, dass wir das Deep Dark Biom da unten haben, was ich wirklich so cool. Finde ich voll cool. Finde ich nicht so cool. Das müssen wir uns irgendwann genauer anschauen und den da unten fertig machen. Da kannst du allein hingehen. Ja, Feigling. So. Ich bin kein Feigling, ich gehe nur auf Nummer sicher, dass ich nicht sterbe. Ja, Feigling, sag ich doch. So, also, du fürchtest dich. Ich tue was für meine Sicherheit. Nicht so wie du. Hey, du hast irgendwas gecraftet. Ja, sorry, ich habe ein Bodenbett gecraftet. Nein, das habe ich nur gesehen. Hey, ist da. Nein. Nein, da ist gar nichts. Okay, jetzt muss ich. Okay, ich gehe ja schon raus aus deinem Baby. Wow! Aufgepasst. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber das wird er bitte bezahlen. Wow. Warum wird er bezahlen, dass du ihn nicht gesehen hast? Weil er mich erschreckt hat. Ich wollte einfach nur einen Fackel setzen. Ich dachte mir, ich laufe jetzt einfach gemütlich. Achtung, Creeper. Ui, und ein Haufen Villager. Oh, und Skelett. Na, es ist klar, es ist. Normal. Normal, dass es nicht ist. Ha! Skelett hat den Zombie. Den Dorfbewohner-Zombie.
Aber das heißt nicht gleich, dass das da, dass die da sind, oder? Ja. Das hat gar nichts zu bedeuten. Die spawnen einfach nur so. Okay. Okay, jetzt muss ich nur... Hey, ich bin jetzt da... Hast du es gemerkt? Ich habe jetzt da voll viele gleichzeitig bekämpft und habe gewonnen, ohne zu sterben. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Ich habe mich verbessert. Irgendwie. In irgendwas schon, ich weiß noch nicht in was. Ich glaube, du bist hier weggefahren, oder? Ja, irgendwo da bin ich weggefahren, ja. Wahrscheinlich. Ja, irgendwo bei den Steinen bin ich weggefahren. Dann fahren wir mal von hier aus weg. Hui. Warte kurz. And go. Oh, ich merke, mein Eisenschwert wird langsam. Hast du Eisen dabei? Ja, ich habe Eisen dabei. Okay, dann fahre ich jetzt einfach geradeaus. So wie du. Schau doch einfach auf meine Koordinaten. Ich fahre einfach geradeaus, so wie du gemacht hast. Au. Ich habe nämlich beobachtet, wie du gefahren bist. Und du bist nur geradeaus gefahren. Droppt der irgendein Gold? Nö, natürlich nicht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Könnte sein, macht er aber nicht. Ja, hier sieht ganz toll aus. Okay, also da hey, ist nichts. Hey, die Hülle ist schön. Dann bringt die Hülle da nichts, wenn ich keinen Tropfstein habe. Hm. Ich hätte noch wahnsinnig gern Tropfstein gefunden. Und ja, Holz auch, aber Holz habe ich ja irgendwie indirekt. Holz hast du ja schon. Bei der Hülle. Aber unsere alte Hülle gebe ich sicher nicht auf, so wie die letzten paar Mal, wo ich meinte, da werbe ich sie um oder sonstiges. Nein. Außerdem wärst du dann alleine umgezogen, weil ich dann nicht mal mitgekommen wäre, weil die Hülle so schön ist. Oh, ein Creeper da hinkommt. Vielleicht wäre ich da mitgegangen. Explodiert er wieder. Natürlich. Irgendwann kommt der Tag, Papa, da kannst du Creeper besiegen. Dann musst du Creeper besiegen. Wenn wir dann irgendwann mal eine Elytra haben, dann musst du Creeper besiegen. Weil wir so weit kommen. Ja, ja, sicher. Weil dann brauchen wir nämlich Gunpowder. Ja, ich bin da auf der Insel. Hast du es gefunden? Ich habe da irgendwo einen Weg hochgegraben. Da, wo in der Nähe von meinem Boot. Du musst nur mein Boot finden. Hast du es eh nicht eingepackt? Nein. Hast du es eingepackt? Nein. Das Boot hast du nicht eingepackt? Nein, ich habe es nicht eingepackt. Muss ich das Boot jetzt aber nicht lang. Bootsuche. Sicher, dass es nicht eingepackt ist? Nein, habe ich nicht. Ich habe es stehen lassen. Ich habe es extra stehen lassen, dass ich irgendwie zurückfinde. Oder auch nicht. Also lass das Boot stehen. Ah ja, da ist es. Hast du es? Gefunden. Super. Gefunden ist gefunden. So, und einmal. Schwupsdiwups. Boah, Glück gehabt. Toll. Nicht stehen. Oh. Und du wurdest in die Luft gesprengt. Was wurde ich? In die Luft gesprengt. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Oh. Habe ich gelesen. Ja, ich bin selber schuld. Du wolltest gegen das Skelett kämpfen. Ja, ich weiß ungefähr, wo ich hingegangen bin. Ungefähr. Wer weiß, wie lange das deine Sachen überleben bei einem Skelett. Das Problem ist, dass Skelett meine Eisenrüstung angezogen hat und mein Eisenschwert genommen hat. Ja? Ja. Das ist eher das Problem. Und ich weiß doch nicht mehr, wo ich hingegangen bin. Ach, oder? Findest du deine Sachen nie. Ja, das ist gerade mein Problem. Danke. Bist du jetzt schon mal da, oder nicht? Ja, ich bin da, aber ich komme noch gerade nicht hoch. Was tust du? Ich habe doch extra einen Weg gegraben eigentlich. Ja, dann bin ich runtergefallen. Wie kann man da... Ich frage nicht. Ich habe diesen Sprung nicht geschafft. Ui. Na schau, ich schaff das nicht. Du musst doch nicht springen, dann grab dich doch einfach. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich muss mich an eine Fackel besetzen. Hey, da ist noch ein Erfahrungspunkt, den habe ich gesehen. Und da ist noch ein Bogen, ein Pfeil, das habe ich auch gesehen. Und irgendwo da hinten bin ich gestorben und da setze ich mein Bett. Dass es dann auch wieder in die Luft gesprengt wird und dann alles weg ist. Oder wie? Nö, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht sterbe. Kann doch gut sein.
Könnte sein, muss aber nicht. Hast du auch wieder recht. Ich habe den Respawn Punkt gesetzt. So. Achso, aber ich muss noch da nach unten. Nein, ich sitze nicht da. Ich muss näher ran. Ich muss viel näher ran an meinen Todesort. Deinen Todesort. An den Ort des Verderbens. Oh mein Gott, es wird Nacht, kann das sein? Ja. Toll, hast du ein Bett mit? Ja. Ja oder nein? Ja. Das ist gut. Natürlich. Wohin gehe ich bitte ohne Bett? Gute Nacht. Gute Nacht. Dann hoffe ich, dass mein Zeug noch da liegt. Irgendwo. Hoffe ich auch. Oder auch nicht. Soll ich das Bett wieder abbauen? Was hast du dabei? Ja, komm, riskieren wir's. Wirst du schon überleben? Wir sind eh nur auf Zombies mit Eisenschaufeln und sowas. Und lauter normale Zombies. Die können wir nicht. Wow, Papa, da kommt eine richtige Armee auf dich zu. Ja, ich merk's. Du hast nichts. Oh, ich bin tot. Ja, ich hab nichts. Ich bin gerade rigoros gestorben. Mhm. Das ist aber gut gemacht. Danke. Das freut mich ja zu hören. Au. Wow, so, wann macht eine Schaufel so viel Schaden? Das ist eine Eisenschaufel. Anscheinend schon. Ich hoffe, ich krieg die Schaufel. Die macht immens viel Schaden. Vielleicht hat sie Schaden plus 47. Was? Ich habe keine Rüstung an. Natürlich macht die viel Schaden. Da gibt das Sinn. Das Skelett hat meine Rüstung an. Natürlich macht alles, was die machen, viel Schaden. Wie hat mich der jetzt erwischt, bitte? Er hat eine Hotbar. Oh. Oh. Oh ja. Nimm das Eisenschwert in die Hand. Oh ja. Wow, Papa, das hätte ich von dir nicht erwartet, dass du so ein Ding mit einem Ding wegklatscht. Ich auch nicht. Wow, aber die Eisenschaufel wurde nicht gedrückt. Keine Ahnung, ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Hey, wow. Au. Toll. Was war das? Keine Ahnung, ist mir egal. Das ist ein Skelett, das kann ich auch einfach töten. Nein, das war der Creeper. Nein, das war ein Creeper. Ja, aber der hat dich vorhin auch in die Luft gesprengt. Nein, das war ein anderer Creeper. Das war auch ein Creeper. Toll, schon wieder ein... Jetzt hat der Zombie mein Eisenzeug an. Frechheit, gib mir das zurück. Gib mir das zurück. Der hat eh nur 10 Leben, also... Ja, toll. Mit einer Eisenrüstung. Überhaupt nicht schlimm. Vor allem macht der einfach mit Eisenschwert einfach mit 10-mal so viel Schaden wie normal. Echt? Keine Ahnung, ich bin gleich wieder tot. Der hat mich einmal getroffen. Ich nur nochmal treffen, bist du? Ja. Hey, er hat mich getroffen. Hooray! Bist du dann mal da, kannst du mir helfen? Keine Ahnung. Mach erst mal weiter, bin ich da. Du bist ein unmögliches Kind. Der hält vor allem so viel aus, weil er ja, einfach eine Eisenrüstung anhat. Schon wieder. Hier ist so viel Eisen, ich kann es aber nicht mitnehmen, weil ich keine Spitzhacke mitgenommen habe. Warum nicht? Ich war so schlau und habe sie zu Hause gelassen. Warum? Keine Ahnung, warum nicht. Kein Holz, kein Eisen, kein gar nichts. Ja, gar nichts. Aber der ärgert mich. Der stirbt einfach nicht. Warum stirbt er nicht? Das ist wenigstens dann gleich neu gestorben. Ja, mit der Eisenrüstung ist das. Skelett hat auch eine Eisenrüstung angehabt. Ja, aber das habe ich davor schon fast tot gehabt. Aber mir hat der dann den Creeper gesprengt. Und der Creeper hat ihm sicher auch Schaden gemacht. Macht Sinn. Dann hat sich gleich einen Hund. Ach, der mit seiner Haut war. Ich muss erst ich laufe in die Waldbildung. Und zurück die Post. Go, Papa, go! Toll, da kommen noch mehr. Die ziehen sich hier gleich die Sachen an. Dein Helm ist gerade kaputt gegangen. Ja, wirklich jetzt, oder was? Ja, dazu noch kein Helm mehr. Naja, der hat auch vorhin, hat der Helm schon recht wenig. Wie kommen die denn da alle her? Ich versuche weiter zu sein. Ah, ja, toll, jetzt bin ich da runtergefallen. Jetzt kommen die alle, oder? Jetzt bin ich gleich wieder tot, weil... Ja, vielleicht da runtergefallen. Wow. 100.000 Zombies. Ich bin einfach zu toll, jetzt, ja, natürlich, der hat mein Eisenschwert, der andere hat meine Eisenrüstung an. Na eh, es ist alles okay, es ist alles gut. Alles in Ordnung? Ich schimpfe nicht und ich schreie nicht rum. Obwohl ich am liebsten... Ich kenne dieses... Ja, na toll, ich bin jetzt auf meinem Weg gesprungen und bin einfach in die Zombieherde rein. Das ist ganz, ganz prima.
Ja, aber ich will es jetzt nicht abbauen. Habe ich nicht vor. Und wenn, dann bin ich sowas von im Eimer. Ja, ich bin wieder Gulasch. Ich bin gleich wieder. Die stehen einfach nie in meinem Bett stehen einfach 10 Zombies gefühlt. Oh, wow. Respekt. Vor allem der mit dem Eisenschwert. Ich muss kurz meine Sachen sammeln, sonst sind die alle weg. Ich habe die Höhle gefunden. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich bin bei 1000 Münzen. Hast du dich schon selber an wie ein Zombie? Ja, ich bin gerade ein richtiger Zombie. Mensch, kannst du mir irgendwo mal bitte helfen? Ich weiß es nicht, ob das die Höhle ist, aber... Da, wo Fackeln sind. Meistens da, wo Fackeln sind. Die sind... Ich sehe keine Fackeln. Ja, warum ist das nicht die Höhle? Du bist vor allem... Wo bist du? Ich habe gesagt, dass ich zu dir komme. Ich weiß nur nicht wie. Du hast meine Koordinaten. Schau doch auf die Koordinaten. Nachricht. Oh, jetzt kommt eine Spinne auch noch. Na, ist klar. Ja, ne, ist voll klar. Jetzt bin ich wieder runtergefallen, dass ja irgendwie die Spinne mich jetzt töten kann. Boah, ich krieg eine Krise. Ich krieg einen Schreikrampf. Ja, na bitte, Zombie, bitte töte mich, weil ich bin eh noch nicht oft genug jetzt gerade gestorben. Ich glaube, du hast den neuen Rekord im Sterben. Ja, ich fühle mich auch rekordmäßig schlecht. Hey, ist doch gut, du hast den neuen Weltrekord. Wie schnell kann man in 10 Minuten, na, wie oft kann man in 10 Minuten sterben? 5347 Mal. Hey, ich nehme schon wieder Schaden und ich weiß nicht woher. Ist das nicht schön? Und ich bin schon wieder, weil mich der... Ja, na, jetzt kommt, na, es kommen zu, einfach von allen Seiten kommen jetzt... Ja, die müssen Geld aufklappen. Bitte tötet mich, weil ich habe eh kein Ding mehr. So, die Spinne ist zumindest tot. Oh, er ist verbrannt. Das heißt... Aber er hat keine Rüstung gedrückt. Der ist auch nicht der mit der Rüstung. Der mit der Rüstung ist wieder irgendwo anders. Ach so. Und der mit dem Schwert, der macht mich wieder auf 2 Schläge K.O. Oh, ich habe mein Eisenschwert wieder. Und ich versuche irgendwie zu kommen. Du probierst schon einfach die ganze Zeit irgendwo zu flüchten und ja nicht zu mir zu kommen. Nein, ich komme. Au, nein, 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 nein. Schon. Oh, der hat das mal alles. Der sammelt sogar mit Absicht auf, aber er hat ein Eisenschwert. Ist das gut oder ist das schlecht? Gut. Aber der hat mein Helm kaputt gemacht. Für das werde ich ihn hassen, ewig. Ja, das ist so stirbt, dann ist doch eh egal, oder? Ja, darum soll er ja sterben. So. Wegen dir ist mein Eisenschwert kaputt. Böser Zombie, böser Zombie. Warum bin ich gebückt? Warum machst du so viel Schaden? Weil er eine Eisenrüstung hat. Geh mal down, geh mal down. Tommy, hast du es gehört? Du sollst down gehen. Und nicht deine Kameraden. Wie viel hält denn der noch aus, bitte? Keine das ist ja Ahnung, abartig. Woher riecht das denn wissen? Ja, das Eisenschwert hat's gebracht. Du hast ein Eisenschwert. Ja, kein Helm. Und es ist fast alles ganz kaputt. Ist mir egal. Aber da liegt noch Zeug von mir. Ich weiß nicht und ich glaube auch nicht, dass das das ist. Ist das die Höhle? Frau Emily, lass mich in Ruhe. Okay. Ich sterbe schon wieder. Ah, wirklich? Ja. So, jetzt schau dich einfach mal um und schau, dass du zu mir kommst. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass du... Nein, das ist die falsche Höhle. Mann, eh, überall sind Höhlen und ich habe keine... Wie, nochmal, ich wiederhole meine Worte. Schau geh auf die Koordinaten. Mach ich ja. Die Koordinaten sagen dir, wo ich bin. Ich weiß. Ja, na, du weißt es nicht, weil sonst wärst du schon bei mir. Und nicht irgendwo. Ist es nach. Ich such doch die ganze Zeit. Nein. Toll. Hey, ich hab mein Schild. Hurra, Papa hat ein Schild. Ich glaube, ich stand die ganze Zeit vor dir. Au. Wo ist jetzt schon wieder? Ich habe das Schild genommen. Warum bin ich jetzt bitte gestorben? Ich hab's das gefunden, ich komme. Gut, dass die Spinne das nicht einsammeln kann. Aber ja, ich treffe sie auch wieder nicht. Go, Papi, go. Ich bin gleich da. Super. Endlich, nachdem ich alles wieder fertig gehabt habe.
So, okay. Ich sehe deinen Namen schon. Das freut mich endlich. Danke. Hello. Aber ich gehe jetzt raus aus der Höhle, weil die nervt mich. Hier ist noch dein Brustpanzer. Ja, ich hab's gesehen. Dankeschön. Nimm dein Bett mit. Du hast wieder einen Helm? Ja, habe ich mir gerade gecraftet. Ich habe doch Eisen mitgenommen, habe ich doch gesagt. Dann würde ich dir vorschlagen, dein Bett einzupacken und loszugehen. Ist es Nacht? Oder wird es gerade Nacht? Kann das sein? Jein. Was heißt denn jein? Es wird... Ich habe nicht mal Fleisch zu essen. Ungefähr Nacht. Also ungefähr Nacht. Okay, wir gehen jetzt einfach raus in die Höhle, bitte. Danke. Ja. So, wo ist mein Bett? Ich weiß noch nicht, wie die auch kommen soll. Ja, wie wir runtergekommen sind. Einfach also nach oben. Einfach nach oben. Das ist ein richtiges Jumping. Ich wollte die Tropfsteine haben. Einfach, als hätte ich einfach unten nur Holz gesammelt. Ist ein Zombie mit Lederrüstung. Ist mir egal, ich habe Eisen. Ja. Und ich werde wieder sterben und er wird es anziehen und ich werde mich ärgern. So, also raus jetzt da. Wir müssen jetzt noch da nach oben. Ja, ich bin schon fast ganz oben, schau. Hurra! Nein, bist du nicht. Doch, ich bin schon draußen. Auf Wiedersehen. Ach so. Ja, was hast du vor? Das habe ich nicht gecheckt. Ich habe gedacht, wir müssen da nach oben. Meine Herren. Sorry, habe ich nicht gecheckt. Ja, habe ich mitbekommen, dass du mich im Stich lässt. Nein, würde ich nicht. Ja, was tue ich schon wieder? Dich selber schlagen? Ich kann mich nicht selber schlagen. Ich falle fast in den Abgrund. Was tust du? Fast in den Abgrund fallen. Leg dich schlafen, es ist Nacht. Okay. Ich schlaf schon. Ich hab's im Laufen geschafft, das Bett zu platzieren und schlafen zu gehen. Super, ein super Effekt. Wow. So, also ich... Und das noch in der Höhle. Ich bin gut. Hab kein Holz mehr. Dann müssen wir welches farmen gehen. Ja, ich hab mein Ding unten stehen lassen. Achtung, Papa, Baby-Zombie, brennendes Baby-Zombie. Wo? Hinter dir. Ist gerade gestorben. Boah. Durchs Feuer. Gott sei Dank. Ja, zum Glück. So, ich brauche Stöcke, aber dann kann ich mir eine Axt machen. Keine Baby-Zombies in Sicht. Alles sicher. Gut, so, also. Holz. Hast du Holz? Ja, farmst du auch irgendwas? Ja, mach ich. Holzfarmen. Machst du nicht? Doch, ich habe gerade einen Backen ausgesucht. Machst du nicht? Du drückst dich jedes Mal vor der Arbeit. Nein. Doch. Stimmt gar nicht. Doch. Ich habe ganz vergessen, dass ich überhaupt... Ich habe ganz vergessen, dass ich auch irgendwas machen kann. Ich lasse dich einfach 10.000 Mal in der Höhle unten sterben. Ach, das ist so lustig. Ich habe den wirklich gefunden. Du wolltest nicht runter zu mir. Sicher wollte ich. Du wolltest nicht zu mir. Ich wollte zu dir runter, habe aber gleichzeitig Angst gehabt, dass ich meine eigene Eisenrüstung verliere. Ja, drum lässt du mich einfach da unten zufahren und haha, schau, wie oft, dass du bei einem Zombie stirbst. Ha, du verlierst alles. Stimmt gar nicht. Sicher. Die stirbt gar nicht. Ich ärgere mich und du lachst dich schlapp hier. So, also. Stimmt nicht. Wer findet das gemein von meiner Tochter? Der gibt jetzt auf das Video ein Like. Plus 10.000 Abos. Ja, genau, 10.000 Abos für das, dass du mich im Stich lässt. So, also ich hau jetzt von dir ab. Du kannst dir mal da gemütlich da Holz farmen. Sicher. Ja, mach das. Und ich hau von dir ab, weil ich suche mir jetzt ein Dorf, weil da ist sicher irgendwo ein Dorf. Ich finde ein Dorf. Und dann komme ich wieder zu dir. Nö. Geh ich in verrate keine nämlich Höhle die, mehr. Ich verrate nämlich die Koordinaten nicht. Ich kann weil Koordinaten du noch sehen. Ja, genau. Ach so, und jetzt kannst du es auf einmal sehen. Und in der Höhle unten hast du es nicht gesehen. Mensch, mein. Also, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier auf der Suche nach dem Dorf beim nächsten Mal wieder. Da, wo ich Emily zurücklasse und ihr die Koordinaten nicht verrate und nicht sage, wo sie hingehen kann, weil sie es sowieso nicht findet, weil sie die Koordinaten nicht lesen kann. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und Kommentare, wie schlecht wir spielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, danke und tschüss.